Hier ist das Stichwort wiederverwenden. Dann kommen wir zu einem anderen Klassiker, und zwar die Monstera hier. Der hat schon bessere Zeiten erlebt. Muss natürlich fragen, ist das deine, René? Also die kommt aus der Pflanzenklinik bei mir. Ja. Und zwar, die wird jetzt wieder aufgepäppelt. Also hier hat man eigentlich gedacht, dass sie zu dunkel steht. Aber nein, diesen Schaden, den man hier sieht, das ist halt einfach, als es so kalt war, stand sie zu dicht am Fenster. Und diese Blätter, die haben halt wirklich zu viel Kälte abbekommen. Das ist eine tropische Pflanze, die kann keinen Frost und keine Kälte vertragen. Dunkelheit ist überhaupt nicht das Problem, weil umso dunkler das Blatt, umso weniger Licht vertragen die. Das ist also wirklich eine gute Sache. Wichtig ist halt immer bei so einer oder bei überhaupt bei allen unseren Zimmerpflanzen, ist halt, die können zwar dann vielleicht mit weniger Licht auskommen, aber oft sammelt sich dort jetzt im Winter Staub dran. Und das sollte man wirklich ab und zu abwischen. Aber gerade wenn die Blätter größer werden und sie eben die Fläche bieten für Staub, wie pflege ich sie richtig? Weil am Anfang glänzen sie so schön, aber dann wird es immer weniger. Eine ganz einfache Sache. Also manchmal kann es ja sein, dass vielleicht mal ein bisschen Bier überbleibt. Ja? So abgestandenes Bier zum Beispiel. Ist das bei dir der Fall? Oder eher selten. Aber falls es mal sein sollte, kann man ganz einfach den Lappen ein bisschen in abgestandenes Bier tauchen. Und dann nimmt man also wirklich, hier sieht man ein bisschen staubiges Blatt, dann wische ich einfach hier mit dem abgestandenen Bier über dieses Blatt drüber. Dann ist Staub weg, das glänzt wieder schön. Und aber auch das Bier sorgt dafür, dass es der Pflanze gut geht. Und auch das Bier bekommt noch einen Sinn. Auf alle Fälle, man muss es nicht wegkippen. Ja. Genau. Wir müssen über einen Schädling sprechen, hört man überall gerade, die Trauermücke. Ja. Was kann ich da machen? Jetzt im Winter ist es auch so, dass man oft sehr viel Wasser an seinen Pflanzen gibt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt versucht, weniger zu gießen. Das heißt, die Trauermücken fühlen sich wohl in nasser Erde. Mhm. Das Ganze. Ganz wichtig ist, immer im Winter, also vielleicht mit so einer Hilfe nehmen und wirklich ab und zu nur ganz bisschen Wasser geben. Einmal in die Woche, alle 14 Tage bei Pflanzen reicht jetzt hin. Und wenn ich dann das Problem mit Trauermücken habe, kann man hier Sand nehmen. Das heißt, wir nehmen einfach Sand oder Kies, irgendwas, was man hat. Und dann wird die Oberfläche der Erde damit abgedeckt. Auch nur ganz eine leichte Schicht? Ja, so ein bisschen schon. Da sollte so einen halben Zentimeter kann man da ruhig schon draufpacken, damit die Trauermücken, die Weibchen, keine Eier mehr ablegen können. Und dann wird das automatisch weniger. Und dann hast du uns eine Zimmerpflanze mitgebracht. Und da frage ich mich tatsächlich, was da passiert ist. Sieht fast ein bisschen verbrannt aus hier vorne, oder? Ja, also das ist halt keine typische Zimmerpflanze, sondern das ist ein Oleander, der eben überwintern sollte. Und darum ist es immer ganz wichtig, immer die Pflanzen, die überwintert werden, jetzt irgendwo stiefmütterlich in der Garage oder irgendwo stehen, immer beobachten. Hier sieht man, das ist ein Schwärzepilz, den man hier halt so drauf sieht. Dieser Schwärzepilz verursacht durch Blattläuse, durch Schildläuse, durch Wollläuse. Hier muss man jetzt ganz wichtig, denn diese Blätter wieder reinigen, also diesen Schwärzepilz runterkriegen. Da gibt es auch ein Hausmittel, hat man zu Hause, also zum Beispiel Alkohol. Ja. Ja, von Silvester vielleicht noch was über. Wichtig ist, dass es hochprozentig ist, macht man dann in so eine Sprühflasche, dann sprüht man hier die Blätter damit kurz ein und dann kann man wirklich sehen, wenn man dann den Lappen nimmt und geht dann über diese Blätter und wischt diese Blätter kurz ab, also geht man hier so drüber und dann sieht man schon, dann habe ich den Dreck hier dran. Das geht ganz gut eigentlich. Und das geht ganz gut. Und beim Oleander ist es überhaupt gar kein Problem. Und dann kann er wieder Photosynthese machen mit dem bisschen Licht, was er jetzt im Winter hat. Und dann erholt er sich ganz gut. Ich habe dir von zu Hause noch was mitgebracht. Und zwar eine Zimmerpflanze von mir. Das ist eine Orchidee. Wir hatten gute Zeiten. Wir haben uns ein bisschen auseinandergeliebt, habe ich das Gefühl. Aber ist noch zu retten. Ja. Ja, gut. Ja, also ganz wichtig, also das ist halt, wenn man hier reinguckt, also hier sieht man schon, Ich habe vorhin schon Ärger bekommen dafür. Ich wurde schon darauf hingewiesen. Ja. Also okay. Pflanze nicht ersaufen, das ist das, was ich sage. Weniger Wasser, das ist ganz, ganz wichtig. Also hier darf niemals Wasser drin stehen. Dann würde dann auch die Blüte nicht so schnell verblühen und die Pflanze würde ganz viel schöner aussehen. Du hast gesagt, einmal in der Woche ein Schläschen Schnaps, aber mit Wasser, zack. Ja, das reicht vollkommen. Und auch ab und zu, was ist immer ganz wichtig, ist immer schön besprühen. Und dann wird deine Orchidee wieder schön. Aber das heißt, die kommt noch mal. Ja, man sieht das hier, die kommt hier, die kriegt hier wieder neue Blüten wunderbar. Und so. Alles toll, alles gut, das macht man so ein bisschen ab und dann ist es sauber. Dankeschön. Und dann kann man damit noch mal glänzen. René.